Warum hat Dumbledore Gilderoy Lockhart als Lehrer in Hogwarts angestellt? Das und mehr in diesem Video. In diesem Video geht es um Hogwarts, die Rolle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste und um keinen geringeren als Gilderoy Lockhart. Verteidigung gegen die dunklen Künste war vielleicht einer der wichtigsten Teile des Lehrplans in Hogwarts. Ein Kurs, in dem den Schülern beigebracht wurde, wie sie sich gegen Aspekte der dunklen Künste verteidigen können. Zu der Zeit, als das Trio Hogwarts besuchte, waren Voldemort und seine Anhänger auf dem Vormarsch. Einige zweifelten daran, dass Voldemort auf dem Vormarsch war, aber andere wussten, dass es unausweichlich war und glücklicherweise war einer derjenigen, die wussten, dass es passieren würde, Albus Dumbledore. Ein Wiederauftauchen von Voldemort und den Todessern bedeutete ein Wiederauftauchen der dunklen Magie und so war es nur logisch, dass die Schüler in der Lage sein mussten, sich gegen diese Magie zu verteidigen. Die Schüler mussten diese Zaubersprüche kennen, damit sie sich verteidigen konnten. Ab einem bestimmten Punkt wurde das Verständnis dieser Zaubersprüche zu einer Frage von Leben und Tod. Aber das macht die Frage nur noch dringlicher. Warum in aller Welt wurde Gilderoy Lockhart überhaupt eingestellt? Werfen wir einen Blick auf den Mann, der im Schuljahr 92-93 der Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde. Gilderoy Lockhart war ein britischer Halbblutzauberer, der im Jahr 1964 als Sohn einer Hexenmutter und eines Muggelvaters geboren wurde. Seine Eltern hatten noch zwei weitere Kinder, zwei Mädchen, aber Lockhart erwies sich als das einzige, das magisch war, was ihn, ob sie es zugeben wollten oder nicht, zum Lieblingskind seiner Mutter machte. Lockhart war ein kluger, gut aussehender Junge und als er recht früh merkte, dass er magisch war, stieg ihm das zu Kopf und er pushte sein ohnehin schon gewaltiges Ego noch weiter auf. 1975 begann Lockhart die Schule für Hexerei und Zauberei Hogwarts zu besuchen. 4 Jahre nach der bekannten Persönlichkeit wie Severus Snape, Sirius Black und James Potter. Als Lockhart das erste Mal durch die Türen der Schule trat, wurde er enttäuscht, denn er musste feststellen, dass er an seiner Schule nichts Besonderes war, denn es gab viele Hexen und Zauberer. In der Muggelwelt war Gilderoy durchaus außergewöhnlich, aber hier fiel er so gut wie nicht auf und das war alles, wonach er sich jemals gesehnt hatte. Gilderoy besaß als Teenager überdurchschnittlich gute Fähigkeiten, jedoch nichts Überragendes. Lockhart wurde schließlich in das Haus Ravenclaw einsortiert und entging nur knapp der Einsortierung nach Slytherin. Schon in der Schulzeit liebte es Lockhart zu prahlen und sein Ego zu pushen und er ging sogar so weit, unverfroren zu lügen, wenn das bedeutete, dass es die Wahrnehmung von jemandem positiv verändern würde. Das war ihm seit seiner Kindheit in Fleisch und Blut übergegangen. Er wollte groß sein. Er wollte der Mann sein, über den man in Legenden spricht. Allerdings hatte Lockhart auch eine ziemlich finstere Seite, die meiner Meinung nach in den Büchern und in den Filmen nicht in dem Maße angesprochen wurde, wie sie es hätte sein sollen. Lockhart war nämlich ein Meister des Gedächtniszaubers und das war auch einer der Gründe dafür, dass er seine Existenz fälschen konnte. Lockhart war in Wirklichkeit kein Trollbezwinger oder Drachenbändiger. Er war ein Schwindler und alles, was er tat, als er um die Welt reiste, war, sich in die Geschichten erfolgreicher Zauberer anzuhören, ihr Gedächtnis zu löschen und dann die Errungenschaften als seine eigenen auszugeben. Obwohl Lockhart schließlich entlarvt und seine Titel aberkannt wurden, glaube ich nicht, dass das Auslöschen des Gedächtnisses von Menschen ohne deren Zustimmung jemals in dem Maße thematisiert wurde, wie es hätte sein sollen. Lockhart hat jedoch seine Schuldigkeit getan, als sein eigener Gedächtniszauber nach hinten losging. Er löschte tatsächlich alle seine Erinnerungen und wurde zu einem ständigen Bewohner des St. Mungos Krankenhauses. Wie konnte er jemals Professor in Hogwarts werden? Dumbledore muss ihn doch durchschaut haben, oder? Ein Grund dafür, dass Lockhart die Stelle bekam, war die Tatsache, dass die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste verflucht zu sein schien. Die Rolle war sehr instabil und niemand schien in der Lage zu sein, sie länger als ein Jahr zu halten. Dumbledore erklärt dies wie folgt. Voldemort war boshaft, weil ihm die Rolle verweigert wurde. Als der junge Tom Riddle zum ersten Mal die Schule abschloss, bat er um die Rolle und wurde vom damaligen Entscheider über die Rolle, Amano Dippet, abgewiesen. Da Tom zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt war, wurde er abgelehnt. Er wurde jedoch ermutigt, sich ein paar Jahre später erneut zu bewerben.
Ein paar Jahre später bewarb sich Tom, wie gesagt, erneut für die Rolle. Doch Dumbledore kannte die dunkle Seite von Riddle und hielt es für wahrscheinlich, dass dies an dieser Stelle nichts Gutes bringen würde. Aus diesem Grund wurde Riddles Bewerbung erneut abgelehnt. Riddle war darüber sehr wütend und verfluchte die Rolle. Seit diesem Tag schien kein einziger Professor länger als ein Jahr auf diesem Posten zu bleiben. Später stellte sich heraus, dass Dumbledore Lockhart aus zahlreichen Gründen angeheuert hatte. Denn Dumbledore wusste, dass Lockhart ein Betrüger war. Dumbledore kannte sogar zwei Leute, denen Gilderoy Lockhart ihr Leben und ihre Geschichten gestohlen hatte. Dumbledore wollte Lockhart für das, was er getan hatte, entlarven. Aber er wollte, dass es auf natürliche Weise herauskommt. Er brachte ihn in eine verletzliche Lage, damit er sich selbst entlarven würde. Professor McGonagall fragte Dumbledore einmal, was die Schüler von so einem selbstverliebten und ruhmorientierten Lehrer lernen könnten. Dumbledores Antwort: Man kann von jedem eine Menge lernen. Selbst von einem schlechten Lehrer. Wie man nicht tut und wie man nicht sein sollte. Es gab also mehrere Gründe, warum Dumbledore Lockhart angeheuert hatte. Der erste war, dass Dumbledore seine Betrügereien entlarven wollte und Hogwarts war der perfekte Ort dafür. Früher oder später würde er sich durch seine Inkompetenz verraten. Der zweite Grund war, dass die Rolle des Lehrers Verteidigung gegen die dunklen Künste besetzt werden musste. Niemand wollte die Rolle übernehmen, da es schon Gerüchte über den Fluch gab, der diese Rolle heimsuchte. Wie wir sehen können, war die Unterbringung von Lockhart in Hogwarts also fast vollständig beabsichtigt. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.